doing the shit that I do. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind heute bei Josip Lovrić in Aachen im Subzeugym. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Josip war quasi mein erster Kampfkunsttrainer, damals noch bei Taikin Aachen. Da sprechen wir gleich mal kurz drüber. Und hat jetzt seit geraumer Zeit in Aachen sein eigenes Gym. Und da er mein erster Trainer ist, ist es auch quasi meine erste Station hier. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ist was ja, hi, mein Name ist Josip Lovrić, ich bin der Eigentümer hier vom Subzeugym. Das Gym gibt es seit Dezember 2012. Ja, was soll man dazu sagen? Wir bieten verschiedene Kampfsportarten an, das heißt unter anderem Muay Thai, Scrabbling wird angeboten, Tai Chi Boxen, was eine Form vom MMA ist. Wo genau ist das hier in Aachen? Also wir sind in der Weststraße 40, das heißt halt auch im Westviertel von Aachen, also nicht wirklich weit von Holland. Wenn man jetzt von hier aus fahren wir 5-6 Kilometer in die eine Richtung, sind wir in Pfalz, ja. Fährt man halt ein Stückchen weiter, auch 4-5 Kilometer in die andere Richtung, sind wir in Belgien. Euregio, genau. Ja. Deswegen ist das hier auch eigentlich in der Gruppe eigentlich ganz gut Multikulti. Ja. Da sind viele Leute aus Belgien und Holland, die kommen auch, aber auch genauso wie viele Leute hier aus Aachen. Damals, ich glaube es war 2009, habe ich meine erste Thai-Boxstunde hier beim Josip gehabt, damals noch in Allendorf bei Taikin von Frederik Jungheim. Und haben wir uns kennengelernt und ich habe mir gedacht, wenn es losgeht, soll er der quasi die erste Station sein, als erster Lehrer, back to the roots quasi. Und kannst du mal kurz erzählen, was wir haben uns jetzt 5 Jahre nicht gesehen, genau, was dann so in den letzten Jahren bei dir passiert ist. Gut, wir wissen jetzt, du hast dein eigenes Gym aufgemacht. Ja, ich war halt jahrelang beim Frederik als Co-Trainer. Ja. Gearbeitet, so wie das auch mit Kindern ist, die heranwachsen. Irgendwann mal wollen sie ihren eigenen Weg gehen. Haben sie ihren eigenen Kopf. Eigenen Kopf, genau. Aber das Schöne ist, dass der Frederik mich da auch unterstützt hat und auch immer gesagt hat, ja, irgendwann mal musst du was Eigenes haben. Ich dachte, ja, das ist bekloppt. Nie im Leben. Also doch. Irgendwann mal musst du dein eigenes Gym haben. Und dann hat es auch irgendwann mal im Kopf Klick gemacht. Ich habe auch Gott sei Dank viel Unterstützung, meine Frau spielt da auch viel mit. Ja. Und wir sind ein super Team. Und wir ziehen zusammen an einem Strang. Und ja, so haben wir uns im Dezember 2012 oder beziehungsweise ein paar Monate vorher, weil noch ein bisschen Umbauarbeiten, haben wir uns entschieden, dass wir was Eigenes machen. Und ja. Hab direkt volle Kante losgelegt. Einfach ins kalte Wasser gesprungen. Du hast gesagt, ihr unterrichtet Muay Thai, Grappling, Tai Chi. Muay Thai, Grappling werden die meisten Leute wissen, worum es da geht. Aber Tai Chi ist, sage ich mal, relativ unbekannt. Ja. Ist halt eine Form vom MMA, das heißt, das sind Sachen aus dem Thai-Boxen mit da drin. Sambo, Judo, aus dem Ringen, also eigentlich alles, was man wirklich wie beim MMA oder halt auch auf der Straße als Selbstverteidigung nutzen kann. Also quasi alles rundlich. Allround, genau. Ja. Da sind auch effektiv SV-Techniken bei, also Selbstverteidigungstechniken. Klassische Frage, wie bist du selbst zum Kampfsport gekommen? Wie hat sich die Entwicklung da eigentlich gegeben? Ja, halt ganz früher so, was man diese typischen Filme, die man halt gesehen hat als Kind. Klassischen 80er-Film. Ja, halt, ich bin halt so ein geprägtes 80er-Film. Ja.
Ja, halt so dieses typische, einfach mal am Anfang mal Taekwondo ausprobiert. Ja. Ja. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, war ganz okay so. Und irgendwann als Kind verliert man die Lust dran. Später ging es dann mit Judo weiter, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Dann kam die Pubertät. Wieder keine Lust. Dann wieder keine Lust, längere Zeit nichts gemacht. Und dann später hat meine Frau kennengelernt und die hatte damals die Ausbildung gemacht mit ihrer Arbeitskollegin. Das war dann die Tochter von Frederik Jungheim. Und ja, so wie es halt ist, dann kommt man die Freunde von der Arbeit abholen und ein Smalltalk mit den Arbeitskollegen hin und her und kam irgendwie ins Gespräch und meinte, ihr Vater mit Teilbox unterrichten. Und ja, ich habe gedacht, so aus Jux, dann gehst du mal vorbei, schaust du mal, probierst es aus. Ja, und bin halt hängen geblieben. Durch die Frau drauf hängen geblieben? Durch die Frau drauf hängen geblieben, genau. Was interessant zu wissen wäre für unsere Zuschauer ist vielleicht, wir wissen ja, der Kampfsport ist deine Leidenschaft, du hast jetzt mehr oder weniger deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Lebenseinstellung ist auch. Genau. Kannst du davon komplett leben oder ist es noch so, dass ja, du wir sind gerade am Anfang. Ja. Es läuft alles gut an, wir können uns nicht beschweren. Ich arbeite tagsüber, habe meinen regulären Job. Ja. Und mache das dann abends und ich hoffe mal, dass wenn es so weitergeht. Also nach und nach das eine nach ein bisschen abbauen, das andere ein bisschen aufbauen. Ist einfach, ich bin einfach ein Mensch, der lieber alles safe hat. Und, ja. Gut, mit Familie ist klar. Step by step, meine Einstellung ist alles einfach, so schnell wie es rauf geht, geht es auch wieder runter. Ja. Deswegen habe ich lieber, wenn es schön kontinuierlich langsam aufwärts geht. Weil wenn es mal bergab geht, dann geht es auch langsam bergab. Suksoi. Ja, Suksoi. Was heißt das? Ich nehme an, es ist wahrscheinlich ein thailändischer Begriff. Ja, Suksoi, erstens ist es ein thailändischer Begriff, übersetzt heißt das Glückskette. Als zweites ist das der Familienname von meiner Frau. Okay. So, das hat aber jetzt den Hintergrund, dass wir das ausgewählt haben, der Großvater von meiner Frau, jetzigen Frau, damaligen Freundin. Ja. War halt Promoter, zwar kein großer, aber in der Region, wo er halt herkommt, hat er Thai-Box-Veranstaltungen in Thailand organisiert. Wir kommen oben aus Nong Khai, oben im Grenze zur Laos. Ja. Der gute Mann lebt nicht mehr und ist halt so eine kleine Erinnerung. Oder zu Ehren des Großvaters. Genau, so als Andenken. Seit 2 Jahren hast du jetzt das Gym hier. Gab es schon diverse sportliche Erfolge? Könnt ihr Kämpfe gewinnen, Titel gewinnen? Was da so passiert? Wir haben jetzt so nach und nach angefangen, beziehungsweise das letzte Jahr ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben an Newcomer-Galas teilgenommen mit Kämpfern. Im Raum NRW dann wahrscheinlich? Raum NRW erstmal. Wir haben einen, Michel Neubert heißt er, der ist jetzt auch momentan in Thailand für 4 Monate. Ist jetzt momentan am Trainieren. Ja. Und, gute hat Vorbereitung machen. Gute Vorbereitung, ist auch in guten Händen bei guten Freunden von uns. Ja. Und der konnte letztes Jahr als NRW Landesmeister geworden. IFMA hat letztes Jahr auf der Deutschen den 3. Platz gemacht, auch von der IFMA. Und ja, kommt jetzt alles so nach und nach. Im Grappling haben wir jetzt auch so langsam mit den Kämpfen angefangen. Ja. Sollte eigentlich, wollten jetzt eigentlich mit dem MMA auch durchstarten, so. Sollte eigentlich heute einer kämpfen, hatte ich jetzt leider verletzungsbedingt. Schade, wenn nicht. Aber beim nächsten Mal. Und wie viele Wettkämpfe habt ihr dann so? Was schätzt du so, wer in nächster Zeit also fürs seinen Erstkampf macht? Ja, fürs Muay Thai ist
haben wir jetzt, also wir haben drei Leute, die schon Kämpfe gemacht haben. Jetzt Erstkämpfer, wenn jetzt so in nächster Zeit, sind das 6 Jungs. Ja. Und für Scrambling haben wir 4 Leute, die schon gekämpft haben. Da kommt auch nochmal dieselbe Zahl, so 5-6 Leute, die dann auch nochmal durchstarten. MMA sind jetzt halt nicht so viele. Jetzt halt zwei Leute. Dann steht fürs kommende Jahr schon was auf dem Programm. Ja. Erstmal gut vorbereiten und dann starten wir durch. Wir haben ja darüber geredet, du hast eine sehr starke Bindung auch durch deine Frau zu Thailand, zur thailändischen Kultur. Ihr habt auch öfters mal traditionelle Feste hier im Gym. Ja. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Ja, ich habe halt, meine Frau ist halt Buddhistin und mittlerweile würde ich mich da auch dazu bezeichnen. Und gucken halt, dass wir die thailändische Gemeinschaft hier unterstützen, ja. Ob es jetzt in Sachen ist, wenn ich mal öfters thailändische Feste veranstalte, wo wir Vorführungen machen, genauso wenn thailändische Feiern, so auch das thailändische Neujahr ist, Wasserfest, Lichterfest, laden wir auch schon mal die Mönche. Genau, das haben wir schon in der ganzen Zeit gesehen. Genau, werden hier eingeladen und halt fürs Gym rein, ja. Auch die Kämpfer, die da dran glauben. Und versuchen halt einfach die Tradition so ein bisschen zu pflegen, weil ich das irgendwo wichtig finde. So wie ich gesagt habe, Lebenseinstellung. Ja. So, dass man auch wirklich sagt, so, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich was mache, dann mache ich es dann halt richtig. Ja, wir haben ja jetzt hier in Aachen sind es ja mittlerweile 3 Muay Thai Gyms. Mit Kreis sogar 5. Mit Kreis sogar 5. Ja. Was würdest du sagen, ist das Besondere hier gerade an Suksoi, was ein bisschen heraussticht? Ich würde einfach sagen, so was war, so wie wir eben besprochen haben, wir sind jetzt hier kein Kampfsport-Discounter, der irgendwie zig verschiedene tausende Sachen anbietet, sondern wirklich Muay Thai, Grappling, das Hakim-Boxen bzw. das MMA und achten qualitativ wirklich drauf. Also ich bin auch ein Mensch, der wirklich auch viel auf Technik Wert legt und ich unterrichte das, was ich kann, was ich gelernt habe. Ja. Und bleib einfach dabei. Dass man sich immer weiterentwickelt im Leben, ist so. Ja, aber man soll immer bei seinen Wurzeln bleiben. Das was man gelernt hat. Und auch, die Einstellung, die ich habe, man soll auch nie vergessen, wo man herkommt. Solide Basis. So, deswegen sind wir ja auch. Deshalb bin ich ja auch wieder hier. Genau. Ja. So. Und das ist auch genau meine Einstellung. Genau dasselbe. Wie sieht die Zukunft für Suksoi aus? Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen. Du willst jetzt vielleicht im kommenden Jahr auch verschiedene Erstkämpfe stellen, aber wie sieht es aus mit der Weiterentwicklung vom Gym an sich? Ja, wachsen. Ja. Halt Verschiedenes mit sportlich weiterkommen, mit Kämpfern, sich vergrößern, ja, einfach expandieren. Jetzt schauen wir genauso wie der Ji ist jetzt für 4 Monate in Thailand. Ja. Und dann da auch einfach durch die Kontakte oder Beziehungen, die wir da haben, da auch irgendwie Fuß zu fassen, dass man da auch weiterkommt. Aber genauso auch in Deutschland. Dass man da weiterkommt. Wie sieht es aus mit eigenen Galas oder Kampfsportveranstaltungen? Ist da was in Planung? Für die weitere Zukunft schon, aber ja. So wie ich gesagt habe, alles so. Step by step. Step by step, alles schön in trockenen Tüchern. Ja. Dass also auch, wenn wir was machen, dann machen wir es vernünftig. Genau. Und nicht irgendwie so sich überwerfen und das soll, als vernünftiger. Soll auch alles ordentlich sein. Aber ist alles in Planung, kommt auch später alles. Und alles nacheinander abarbeiten. Alles nacheinander abarbeiten, genau. Vielen Dank für das Interview, hat mich gefreut. Ja.
zwei gute Tage hier gehabt, schön trainiert. Super. Hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Alles klar. Danke auf jeden Fall auch fürs Interview. Gerne. Warst der erste Mann, an den ich gedacht habe, wo es losging. Alles klar. Und denkt Leute, verfolgt den Blog auf jeden Fall. Ja?